Es ist nie angenehm, wenn man sich trennt. Aber teilweise ist es eben notwendig und die Gespräche dazu sind oftmals Dinge, die eher zur Eskalation statt zur Deeskalation beitragen. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, was hat es damit eigentlich auf sich und warum passiert das Ganze? Die Zeiten sind nicht für alle einfach gerade, nicht für alle Geschäfte, gerade mit Auf, Zu, Lockdown, Nicht-Lockdown, verschiedene Varianten wieder vom Covid-19-Virus. Und da müssen sich manche eben auch entscheiden, sich eventuell von Personal zu trennen. Ein besonders schlechtes Beispiel hierzu, und es ist immer wieder erstaunlich, dass man sowas heute noch erlebt, war bei Better.com, einer sehr großen Online-Plattform für Immobilienkredite. Der CEO, ich nenne übrigens die Marke und den Namen des CEOs nur deswegen, weil es flächendeckend global in der Presse stand. Der CEO, Vishal Garg, hat 900 Leute entlassen. Das ist knapp 10% des gesamten Personals und das per Zoom-Call. Übrigens, das passierte kurz, nachdem er gerade frisches Investorengeld bekommen hat und somit die Firma finanziell gut dasteht. Und der CEO tritt dann sogar noch im Blogartikel gegen Mitarbeiter nach. Also während er selber während des Zoom-Calls sagt, es tut ihm alles fürchterlich leid. Beim letzten Mal, wo er das machen musste, hat er fast geweint. Heute möchte er stärker sein. Oh, solches Gerede. Naja, und später hieß es halt, so und so viele Leute seien faul und die Prozentzahl hätte ohnehin nicht vernünftig gearbeitet, also nochmal schön nachgetreten. Und die Frage ist, warum passiert sowas? Wie geht es besser? Wichtig ist immer, wenn es darum geht, besser zu werden, auch dazu wieder gestern zwei hervorragende Interviews, gestern auf dem deutschen Podcast Tanja Dammann-Götsch zum Thema moderner Einkauf, denn Sie wissen ja, der Gewinn liegt im Einkauf. Tanja Dammann-Götsch selber war führend tätig damals für General Motors im Einkauf und das auf höchster internationaler Ebene. Von daher haben wir hier also echt spannende Einblicke. Und auf dem englischen Podcast haben wir zum Thema Dranbleiben und die Motivation behalten David Thomas, der nicht nur Guinness-Weltrekordhalter ist, sondern jemand ist, der sich wirklich hochgearbeitet hat, der aus schwersten, in Deutschland würden wir sagen, hochgradig prekären Verhältnissen kommt und heute als internationaler Redner, Vortragsredner auf großen Konferenzen spricht, der zum Thema Motivation Substanz gibt und nicht nur Gequatsche mit Glaub an dich. Aber jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ist denn das Problem bei Trennungsgesprächen? Also eins der Hauptprobleme ist immer erstmal, dass es keine Qualifikation für Trennungsgespräche oftmals gibt, bevor es zu spät ist. Die sogenannten Exit-Interviews, man nimmt hier auch mittlerweile den Anglizismus oftmals oder eben Trennungsgespräche, müssen den Leuten schon vernünftig beigebracht werden, aus den verschiedensten Gründen, auf die wir auch noch eingehen. Aber meistens gibt es überhaupt keine Qualifikation dafür und wenn, dann viel zu spät. Sie müssen die Leute natürlich darauf vorbereiten, bevor es notwendig wird und nicht erst dann. Das wäre ansonsten so, als wenn ich Ihnen sagen würde, Sie haben noch nie ein Haus gebaut, jetzt möchten Sie aber ein Haus bauen, dann lernen Sie mal kurz Haus bauen, bevor Sie selber ein Haus bauen. Würden Sie da einziehen? Ich tendenziell nicht. Also von daher sorgen Sie dafür, dass diese Qualifikation rechtzeitig da ist. Aber was eben oft gemacht wird, ist, es wird delegiert. Es gibt eine Delegation an HR, die dafür weder verantwortlich noch zuständig sind, die dann, ohne in der Tiefe irgendwas zu kennen, Standardgespräche führen, die natürlich dann zu massivem Negativfeedback führen. Insbesondere auch einen massiven Schaden an der arbeitgebenden Marke, also an ihrer arbeitgebenden Organisation und deren Marke. Employer Branding ist das Stichwort, entsprechend dann verursachen werden. Und oftmals ist es eben immer noch so, dass von privilegierten Hintergründen diese toxisch-maskulinen Bilder von sei die starke Führungskraft, sagt den Leuten, jetzt ist Schluss, schmeiß sie raus. Dann entstehen eben solche Dinge wie jetzt 900 Leute in einem Zoom-Call, die übrigens per sofort entlassen wurden. Also es wurde wirklich in dem Call gesagt, alle, die jetzt in dem Call sind, sind entlassen. Effective immediately, also das heißt heute, jetzt, sofort. Das ist ja in den USA nicht unüblich, dass man sagt, Contract at will, also der Wille des Arbeitgebers nicht mehr da, dann sind sie per sofort entlassen. Und solche Dinge passieren leider immer wieder. Und wenn Sie bei Trennungsgesprächen etwas falsch machen, verursachen Sie massiven Schaden an Ihrer Organisation. Übrigens auch, wenn Sie Recht haben bei einer Trennung. Nehmen wir an, jemand bestiehlt Sie. Wenn Sie dann die Trennung emotional schreien, Sie schmeißen Leute vor die Tür, dann kriegen Sie intern, wenn Sie Glück haben, ein bisschen Applaus, obwohl genug Leute auch denken werden, das ist ganz schön schräg, so rumzuschreien. Nun ja, und danach haben Leute halt das Recht, ihren Blick der Dinge anonym auf Bewertungsportale für arbeitgebende Organisationen darzustellen. Das können Sie gut oder nicht gut finden. Die Realität ist so, Sie müssen sich dem stellen. Ob Sie das gut oder nicht gut finden, ist überhaupt nicht relevant. Und jetzt müssen wir gucken, wie geht es besser. Und natürlich
gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Sie können über verschiedene Workshops, Trainings, Coachings, Consulting, Mentoring-Projekte. Sie können natürlich auch Leute sich reinholen für Projekte oder Interimsmanagement. Und natürlich das Thema eben auch bei Konferenzen aufgreifen, dass Sie professionelle Vortragsredende haben. Das ist natürlich auch immer eine Sache, die sehr gut funktioniert. Natürlich wichtig, also wenn Sie daran Interesse haben, schreiben Sie mir gerne E-Mail an nb@nb-networks.com. Dann unterhalten wir uns gerne mal. Wenn Sie mehr als diesen Podcast wollen, wir publizieren jede Menge entsprechend auch jenseits des Podcasts, einfach auf expert.nb-networks.com geht, dann kriegen Sie jeden Mittwochmorgen eine E-Mail mit kostenlos sämtlichen Zugängen, die Sie brauchen, natürlich 100% Inhalt garantiert, werbefrei. Wichtig ist jetzt immer, was geht besser? Also wie geht es besser? Also Punkt 1, wenn Sie sich trennen, Gespräche erfolgen immer einzeln. Und ich weiß, dass manche Leute jetzt sagen, ach, dann wollen Sie 900 Leute entlassen und 900 Einzelgespräche führen. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie machen das nicht, und Sie können natürlich auch sagen, aus Effizienzgründen machen Sie das nicht, dann rechnen Sie bitte im Vorwege mit einem massiven PR-Schaden. Über Presse, über Wochen, über Online-Portale rechnen Sie damit, dass das, was Sie an Effizienz angeblich eingespart haben in der kurzfristigen Denke, doppelt, dreifach, zehnfach ausgeben müssen, um diesen Schaden in der PR wieder ausgleichen zu können. Denn klar ist eben auch, wenn Sie sagen, Sie machen jetzt den starken Max und glauben, dass das irgendwo hinführt, schlechte Führung wird nicht akzeptiert. Kurz nachdem dieser Zoom-Call in die Öffentlichkeit kam, und es bringt übrigens nichts, Mitarbeitenden zu sagen, keiner darf das öffentlich machen, die Leute machen es anonym, und ich kann schon verstehen, dass Leute das machen, auch wenn sie es nicht dürfen. Vishal Garg, der CEO, hat direkt danach Immediate Leave genommen, also einen sofortigen Urlaub. Das wurde mit Sicherheit getriggert durch die Investorenrunde, die natürlich sagt, wir möchten nicht, dass unser hart verdientes Geld von solchen Leuten in Organisationen verpulvert wird, die mittlerweile einen massiven PR-Schaden dann entsprechend haben. Also wenn Sie glauben, dass schlechte Führung noch zu irgendwas führt, die Zeit ist vorbei. Wir haben im Podcast vorher schon besprochen, warum damals die Geschäftsführung von KPMG, Bill Michael, glaube ich, hieß er, wegen inakzeptabler Aussagen ihren Hut nehmen musste. Und hier ist es Vishal Garg. Wenn Sie halt meinen, Sie müssten sich daneben benehmen, es stellen sich nicht mehr zig Leute hinter Sie, nur weil Sie lange da sind oder weil Sie Leute kennen. Ihr Kopf liegt dann auf der Guillotine, und klar ist, wenn die Organisation geschützt werden muss, dann ist die Einzelperson das kleinere Übel zu ersetzen, und dann sind Sie ganz schnell raus. Und jeder weiß, was dahinter steckt. Wenn da steht Immediate Leave und sofortige Beurlaubung, dann wissen alle, das ist das freundliche Wort für du bist raus, Kollege. Also von daher, Ihre schlechte Führung wird das nicht hinnehmen. Denn Investoren akzeptieren solche Schaden nicht. Es läuft übrigens auch eine Untersuchung jetzt zu dem Thema in der Organisation im Hinblick auf Firmenkultur. Das heißt, da wird eine ganze Menge noch öffentlich gemacht werden. Denn wenn Sie das Thema erstmal auf dem Tisch haben, jetzt werden alle kommen und sagen, übrigens, damals war da auch noch was. Wenn Sie jetzt, wie dieser CEO Vishal Garg, dann sagen, vorher haben Leute halt schlecht gearbeitet und deswegen haben wir sie rausgeschmissen, dann mal ganz klar gefragt, wenn Menschen schlecht arbeiten, was glauben Sie denn, wo das Problem liegt? Eventuell bei den Mitarbeitenden, kann auch mal sein, aber vor allen Dingen bei der Führung. Welche Leute haben Sie denn eingestellt? Das sind doch Mechanismen zur Einstellung von Personal, die Sie aufgesetzt haben. Welchen Selektionsprozess haben Sie? Welche Personalarbeit leisten Sie denn? Was ist mit Ihrem Employer Branding? Wie sieht es denn aus mit entsprechenden Recruiting-Prozessen? Das scheint ja alles nicht so großartig zu sein. Gucken Sie doch bitte nach der Ursache und nicht nach den Symptomen. Und das ist extrem wichtig, wenn es um die Analyse von solchen Situationen geht. Denn wichtig ist, dass Gespräche immer so durchgeführt werden, dass weitere Schritte bei einer Eskalation begleitet werden können. Bieten Sie den Menschen Ansprechpartner, bieten Sie den Menschen Ansprechpersonen, bieten Sie den Menschen Telefonnummern, E-Mail-Adressen, begleitende Dienstleistungen, helfen Sie den Menschen, dass dieser Übergang von der jetzigen arbeitgebenden Situation in die neue arbeitgebende Situation möglichst rund läuft. Denn klar ist, wenn Leute keine Perspektive mehr sehen, wenn Leute kein Konzept haben, was passiert jetzt, dann ist Ihr Name auf dem Schafott. Und weder die politische Situation noch die soziale Situation und schon gar nicht die wirtschaftliche Situation schützen Sie vor einem massiven Schaden. Alles steht gegen Sie, insbesondere als große arbeitgebende Organisation. Sie glauben doch wohl nicht, dass bei einer großen arbeitgebenden Organisation irgendjemand sagt, ach, da kann ich jetzt schon verstehen, wenn der Vorstand hier 1000 Leute mit so einem Zoom-Call entlässt. Das sagt niemand, außer die Leute, die sich als Führungskraft genauso daneben benehmen würden, weil sie ihre toxisch-maskulinen Bilder irgendwie durchsetzen wollen und führungsseitig in den 80er Jahren bei einem Wall-Street-Film hängen geblieben sind. Das Leben ist nicht Wolf of Wall Street oder was auch immer sie gesehen haben, wo sie glauben, dass man sich so benehmen kann.
Gespräche immer so durchführen, dass weitere Schritte bei einer Eskalation begleitet werden können. Und wichtig ist hierbei, wenn sie sich trennen, Fakten und Emotionen berücksichtigen. Es hilft überhaupt nicht, Leuten zu sagen, sie sind zu emotional. Es hilft überhaupt nicht, Leuten zu sagen, sehen Sie es sachlich. Es hilft überhaupt nicht, Leuten zu sagen, halten Sie es professionell. Denn wenn Sie halt sagen, halten Sie es professionell, sagen die, ja, sehr gerne. Und dann kommen Sie mit einem Anwalt. Professioneller geht's ja nicht mehr. Nicht wahr? Dazu haben Sie doch gerade aufgefordert. Und wichtig ist, die Faktenlage ist ja allen bekannt. Die Gründe für Kündigung müssen nachvollziehbar, belegbar und plausibel sein. Diese drei Faktoren, mindestens diese drei Faktoren, gerne mehr, aber nicht unter diesen dreien. Nachvollziehbar, belegbar, plausibel. Wenn das nicht der Fall ist, rechnen Sie mit Konsequenzen. Und da gibt es auch keinen magischen Trick. Es gibt keinen magischen Trick, wie Sie Investorengelder einsammeln können, dreistellige Millionenbeträge sich auf Ihrem Konto anhäufen, während Sie gleichzeitig 10% der Unternehmung mit einem Zoom-Call entlassen und dann sagen, es tut Ihnen ach so leid, während Sie danach in Blogbeiträgen gegen genau diese Leute entsprechend dann hetzen. Das funktioniert nicht. Diese Art der Führung ist nicht nur outdated, also völlig veraltet, diese Art der Führung ist vor allen Dingen hochgradig verfehlt. Und das Einzige, was doch Leute derzeit stört, ist, dass sie damit nicht mehr durchkommen. Früher hat es doch auch keinen gestört. Früher hat man doch auch gesagt, Arbeit ist nicht immer nett. Früher hat sich doch auch keiner beschwert, wenn Führungskräfte mal ein bisschen laut wurden. Ja, wissen Sie was Sie jetzt gerade sagen? Früher. Das entscheidende Wort war früher. Und was früher war, ist heute überhaupt nicht mehr relevant. Und deswegen abschließend hierzu professionelle Vorbereitung auf die Durchführung von solchen Trennungsgesprächen, Exit-Interviews, ist unabdingbar. Das bedingt einmal die Hard Skills, die harte Seite, die Faktenseite, vor allem juristische Aspekte. Und da müssen Sie, da fragen Sie bitte nicht mich, ich bin kein Anwalt. Da holen sich professionelle Anwälte. Und dann sagen Leute sofort wieder, ja, aber professionelle Menschen aus dem Juristenbereich nehmen 500 Euro pro Stunde. Ja, was haben Sie denn gedacht bei der Komplexität des Themas, was die Ihnen berechnen? Und vor allen Dingen, rechnen Sie bitte mal, was geben Sie diesen Menschen, um zu verhindern, dass sie ansonsten irgendwelchen gigantischen Schaden danach haben. Also von daher juristische Aspekte, wenn Sie da billig einkaufen, dann zahlen Sie nicht zweimal, dann zahlen Sie zehnmal. Also von daher auf der einen Seite nehmen Sie die Hard Skills, die Faktenseite, die juristischen Aspekte, dann aber eben auch die Soft Skill Seite, die weichen Faktoren, sowas wie Kommunikation, Konfliktmanagement oder Leadership, also Führungsgedanke, was ja viele Organisationen für sich beanspruchen. Und da sieht es dann doch bei vielen Organisationen extrem sparsam aus, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und deswegen haben wir uns heute hier darüber unterhalten, wie es denn besser geht. Wichtig nochmal zum Thema besser. Ich kann nochmal darauf hinweisen, beim deutschen Podcast Tanja Dammann-Götsch, führende Einkaufsführungskraft aus der Realwirtschaft, echte Einblicke im Hinblick auf modernen Einkauf. Denn wie Sie wissen, der Gewinn liegt im Einkauf. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, Motivation ist bei mir gerade so ein bisschen schwierig, hören Sie sich auf dem englischen Podcast David Thomas an. Menschen, die sich aus wirklich schwierigsten Lebenssituationen wirklich hochgearbeitet haben, sind Menschen, die hier echte Einblicke geben können. So wie hier David Thomas. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion, die wir haben werden zu dem Thema Trennungsgespräche. Schreiben Sie mir jederzeit gerne eine E-Mail, nb@nb-networks.com, denn jede Woche haben wir hier tolle Diskussionen, auf die ich mich auch jederzeit wieder freue. Und jetzt heißt es anwenden, 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 denn nur das, was Sie anwenden, ist das, was in der Organisation die notwendige Veränderung dann entsprechend auch bringen wird. Wenn Sie da Hilfe benötigen oder möchten, dann kontaktieren Sie mich auch jederzeit gerne. Aber jetzt ist wichtig, bringen Sie es hier aus dem Podcast, aus dem, was Sie gehört haben, in den Alltag Ihrer Organisation. Machen Sie es professionell und vor allen Dingen beachten Sie alle Aspekte von moderner Führung, auch bei Trennungsgesprächen. Denn ich weiß, es kann unschön sein. Ich habe es ja selber hinter mir auch zigmal für verschiedenste Organisationen und das sind einfach Dinge, die so essentiell sind und einen derartig extremen Schaden an Ihrer Organisation verursachen können, dass es sich allemal lohnt, hier ordentlich Ihren Zeit, Ihren Aufwand, Ihr Geld zu investieren. Ich wünsche viel Erfolg bei der Anwendung und für diese Woche bleibt nur noch eins zu sagen. Vielen Dank für Ihre Zeit.